Hi ho und herzlich willkommen zu einem neuen, nicht allzu lange währenden Projekt hier in der Staubstube. Niklas Mears Assembling the Void. Niklas Mears aka Itaju, eine Szenegröße in der deutschen RPG Maker Szene, die leider seit vielen Jahren nicht mehr aktiv ist. Es handelt sich bei Assembling the Void um eine Demo aus dem Jahre 2012, eine der technisch ambitioniertesten Demos der RPG-Maker-Szene jener Zeit. Sehr, sehr vielversprechend, grafisch und inszenatorisch herausragend, spielerisch und technisch, auf dem Zahn der Zeit, wurde aber leider nicht fertiggestellt und wird es nicht mehr. Aber der liebe Niklas Mears ist einer meiner besten und nächsten Freunde und so ist es jetzt bestellt, dass ich im Dezember dieses Let's Play anfange, als kleines zusätzliches Weihnachtsgeschenk für meinen guten Freund Niklas Mears und Itaju. Abgesehen davon möchte ich, und das hatte ich auch schon lange vor, dieses herausragende technische Projekt im Rahmen des Makers schon länger auf diesem Kanal präsentieren, und hier kommt jetzt zusammen, was zusammengehört, und ich kann es spielen und ich möchte es spielen. Ihr seht vielleicht schon am Titlescreen, der inszenatorisch und ja, atmosphärisch schon sehr, sehr stark ist. Ganz, ganz tolle Musik. Die Grafik in diesem Spiel ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, komplett selbst erstellt von Niklas Mears, von Itaju. Die Musik ist, das weiß ich, komplett selbst komponiert. Es sind sehr schöne Musikstücke dabei. Das Kampfsystem ist ein ganz eigenes. Das Spiel erinnert oft sehr an Kingdom Hearts. Es geht, wie ihr seht, sehr viel um Puzzleteile. Hätte man ja auch bei dem Titel erahnen können. Und die Demo hat schon eine längere Spielzeit, wir werden schon einige Zeit beschäftigt sein, ich möchte aber auch längere Parts hier abliefern. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie lange wir hier beschäftigt sein werden. Eine Sache, die noch wichtig ist zu sagen, es gibt einigen Content in diesem Spiel, der nicht verfügbar ist in dieser Demo-Version, der aber existent ist, und wir werden, da ich hier ein präsentierendes Let's Play machen möchte, werden wir auch auf diesen Content eingehen. Und ich werde auch versuchen, diesen Content zu zeigen, natürlich in Absprache mit Itaju, dass hier nichts gezeigt wird, was vielleicht die Welt nie erreichen soll. Denke aber mal, dass es da keine Probleme gibt. Und dann werden wir wirklich alles zeigen, was es so zu zeigen gibt, aber dazu an gegebener Stelle mehr. Ich hoffe, Itaju, du guckst vielleicht ein, zwei Mal rein. Wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung. Assembling the Void, ein sehr, sehr beeindruckendes Spiel, denke ich, gut gealtert. Es ist einige Zeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen bin ich gespannt, wie es gealtert ist für mich. Und dann geht's jetzt auch endlich los mit Assembling the Void. Oh, da haben wir gleich die Einstellung übersprungen, das wollen wir nicht. So, jetzt. Genau, es ist, Niklas hat das Spiel tatsächlich komplett auf Englisch übersetzt, um dann auch international marktfähig zu sein. Was ganz, ganz toll ist und was sehr respektabel ist, wir spielen es aber in diesem Kontext hier doch erstmal auf Deutsch. Und legen los. Habe ich denn einen Speicherstand? Nein. Wenn du Assembling the Void zum ersten Mal spielst, solltest du die Tutorials aktivieren. Diese Wahl kann jederzeit im Spielmenü rückgängig gemacht werden. Möchtest du Tutorial-Nachrichten erhalten? Es ist lange her und ich möchte alles zeigen, also ja, lieber Itaju. Beziehungsweise, man spricht ihn eigentlich, das müsste ich eigentlich wissen und das weiß ich, deswegen sage ich es hier nochmal. Itaju. Itaju spricht man ihn aus. Lieber Itaju, ich möchte die Tutorials haben. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Normal. Leicht. Profi. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal normal genommen habe und das auch relativ fordernd fand. Wir werden aber an der Schwierigkeit des Spiels diesmal etwas herumspielen, sage ich mal. Wir werden da nicht cheaten. Ja doch, wir werden cheaten. Wir werden in gewisser Weise das Ganze auf eine neue Ebene heben. Aber dazu sage ich, wie gesagt, etwas mehr, weil dieses Spiel, wie gesagt, auch schon älter ist. Es gibt schon einige Let's Plays, die das sehr gut gemacht haben. Und da müsste ich jetzt nicht nochmal reinspielen, da ich hier aber was Besonderes zeigen möchte. Werden wir da ein bisschen technisch dran rumspielen. Insofern ist normal vollkommen in Ordnung.
Stell dir vor, du sitzt an einem Tisch, auf dem hunderte Spielkarten liegen. Was liegt dir eher? Baust du aus den Karten gerne mit Konzentration und Kreativität ein Kartenhaus, das Stockwerk um Stockwerk in die Höhe wächst? Oder siehst du gerne dabei zu, wie ein Kartenhaus durch den kleinen Stoß eines Fingers in sich zusammenfällt und du Zeuge der Kraft eines einzelnen Anstoßes wirst? Was sagt dir eher zu? Ich weiß bis heute nicht genau, was diese Wahl gebracht hat. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es den Build des Hauptcharakters defensiver oder offensiver macht. Ich habe beim letzten Mal das Errichten gewählt, also werde ich diesmal die Kraft eines Anstoßes wählen. So sei es. Das Intro überspringen? Nein, denn ich finde, das Intro von Assembling the Void ist eines der beeindruckenderen auf dem RPG Maker Medium. Vielleicht der stärkste Moment im Spiel. Irgendwo tief unter der Erde. Zehn Stunden enge Gänge, Staub, der von den Wänden bröckelt und endlich ein Ende in Sicht. Keiner von uns wird es so weit geschafft haben wie wir. Der rote Kompass schlägt aus. Hier müssen wir runter. Los, folgen wir dem Gang. Bewege die Spielfigur mit den Richtungspfeilen. Wenn du von einer anderen Figur begleitet wirst, wird sich diese an deine Fersen heften und überall hin begleiten. Tutorials wie dieses kannst du jederzeit über das Menü erneut abspielen, indem du unter dem Menüpunkt Notizen die Tutorials anwählst. So ist es. Habt ihr diese Facets gesehen? Habt ihr diese Gesichtsoptik? Das sind vermutlich, meines Wissens nach, die aufwendigsten Gesichtsanimationen auf dem RPG Maker, die ich kenne und die ich je gesehen habe. Im deutschen Markt sind es definitiv die aufwendigsten und eindrucksvollsten. International bin ich mir nicht so sicher, würde aber darauf tippen. Also allein dafür, großen Respekt nochmal. Das altert auch nicht schlecht. Sie ist um einiges größer, als ich sie mir je vorgestellt habe. Guckt euch ihr Gesicht an. Das ist nicht schlecht. Ich meine, klar, der Stil ist Geschmackssache. Der war damals nicht so mein Bier und das verstehe ich auch heute noch. Aber allein, dass es so lebensecht aussieht im Rahmen des Pixel-Genres und dass da Animationen stattfinden, ist eine Sache, die auf dem RPG Maker selten passiert. Wir haben keine Zeit, um uns umzusehen. Die Nadel des roten Kompass schlägt schon ganz wild. Wir sind nah. Ich werde jetzt übrigens mal aufhören, so viel zu quatschen. Ich mache das atmosphärische Intro kaputt. Tut mir sehr leid. Hörst du auch jemanden kommen? Verdammt, sie sind ebenso weit wie wir. Aber sie nehmen einen anderen Weg als wir. Das ist unsere Chance. Auf! Okay, Pan. Da gibt es noch eine Sache. Wie du dir denken kannst, wimmelt es an der Oberfläche nun von Soldaten. Alle Eingänge sind umstellt. Die Tunnel sind versiegelt, die Kanalisation geflutet, die Kanonen geladen. Das sind Gedanken, die dir jetzt nicht wichtig sein dürfen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es gut ausgeht. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir morgen in einem ruhigen Wald aufwachen und übermorgen in der Tiefsee. Dass wir so lange leben, wie es uns zusteht. Dass so viele Sonnen aufgehen, wie wir möchten. Dass alles gut wird und nichts Schlechtes bleibt. Aber ich kann nichts davon sagen. Was ich dir stattdessen sagen wollte, ist: In einem dieser unendlichen Bücher steht unsere Geschichte geschrieben. Buchstaben an Buchstaben sind unsere Lebensläufe verzahnt, genau wie an diesen Wänden und Bodenplatten. In vielen dieser Bücher wird unsere Geschichte heute enden, aber in ebenso vielen wird sie weitergehen. Du brauchst mir keine Angst zu nehmen, ich bin furchtlos. Ich möchte nur, dass wir vorbereitet sind. Okay.
Ja, aber wer weiß, was diese Bibliothek ist? Das könnte die Akasha-Bibliothek sein. Die Bibliothek, die alles Wissen umfasst. Einige Stunden später. Es kann sich nur noch um wenige hundert Schritte handeln. Der Kompass zuckt schon ganz wild. Hoffen wir, dass der Orden der Ordnung noch nicht so weit wie wir vorgedrungen ist. Was war das? Die Bibliothek zerfällt langsam. Es wird Zeit, dass wir die Mission abschließen. Wir dürfen nicht umkehren. Okay. Autsch. Was zur... Verdammt, wir sitzen in der Falle. Sie werden da den ganzen Tag lang warten. Wie viele sind es? 2 oder 3. Ich konnte es nicht genau erkennen. Wir müssen laufen. Das ist unsere einzige Chance. Ich versuche, sie abzulenken. Auf 3. 1, 2, 3. Ja, hat geklappt. Sie haben einen erwischt. Seht euch diese Bibliothek an. Diese Puzzle-Bibliothek. Da ist die Truhe. Los, öffne sie! Kein Schritt weiter! Währenddessen an einem friedlicheren Ort. Laura! Schön, dich wiederzusehen. Ja, 7 Monate seit Weihnachten. Schön, dich zu sehen, Catherine. Guckt sie euch an, ist sie nicht bezaubernd? Wie geht es Großvater? Er ist wieder mehr, sofern ich ihn an die Zeiten erinnere. Ansonsten sehr gut, aber sie selbst. Großvater? Laura Maus rennt voraus, streckt Opa die Händchen aus. Seht nur, wie sie saust und braust, von der Stadt zum Ferienhaus. Das ist Opas Laura Maus. Was ist passiert? An Weihnachten kannte er unser Lied noch. Er hatte eine Geschichte erzählt, aus der Zeit, als ich noch ganz klein war. Er hatte zwar einige Details vertauscht, aber im Großen und Ganzen stimmte alles. Vielleicht hat er gerade nur euer Lied vergessen. Sprich ihn doch einmal direkt an. Hey du, alter Mann. Sind Sie die neue Pflegerin? Nein, ich bin Laura, deine Enkelin. Das ist aber ein schöner Name. Aber danke, ich habe bereits eine Pflegerin. Sie steht da hinten und passt gut auf mich auf. Ja, das tut sie. Aber Kindchen, Sie müssen doch nicht traurig sein. Weißt du, es ist eine Sache, dass er vergisst, was wir alles erlebt haben, als Großmutter noch lebte. Und dass er manchmal nicht auf meinen Namen kommt, wenn ich anrufe. Aber dass er gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Ja, Alzheimer ist eine Bitch. Eine widerliche Dreckskrankheit. Das ist vielleicht nur eine Momentaufnahme. Manchmal vergisst er Dinge und kann sich am nächsten Tag auch schon wieder an sie erinnern. Du bist ab jetzt 2 Wochen hier. Kann sich noch vieles zum Guten wenden. Na hoffentlich. Kopf hoch. Wie geht es deinem Vater und deiner Mutter? Ganz doofe Frage. Wieso? Was ist los? Weißt du, warum keiner von ihnen mitgekommen ist? Sie wollen in Ruhe das Haus verkaufen, die Möbel gerecht aufteilen und dann ist da noch der ganze Papierkram. Da war nur hinderlich, dass jetzt meine Ferien angebrochen sind und ich nur im Weg rumstehen würde. Ach Laura, das wusste ich nicht. Bei dir kommt ja im Moment eine ganze Menge zusammen. In der Tat. Ist es okay, wenn ich eine Weile spazieren gehe? Ich muss meinen Kopf frei bekommen. Aber natürlich, lass dein Gepäck ruhig hier, ich kümmere mich später darum. Danke, ich weiß doch, dass auf dich Verlass ist. Puh, armer Großvater.
jetzt erst einmal ein paar Fotos machen. Okay, dieser Mood Change war geschwind. Du kannst nun Laura steuern. Mit der Steuerungstaste kannst du sprinten. Mit Escape kannst du jederzeit in der Stadt den Spielstand speichern. Halte Ausschau nach passenden Fotomotiven, gekennzeichnet durch dieses Symbol. Drücke die Aktionstaste für eine Fotografie. Werden wir tun. Aber zuerst speichern wir. Okay, ein Menü haben und brauchen wir noch nicht. Ja, ihr seht es, der Grafikstil ist eigen. Der Grafikstil ist besonders, er ist komplett selbst gepixelt. Mein Tee, Bier ist er nicht so ganz, aber das steht in keinem Verhältnis zu der Tatsache, dass ich das unheimlich respektiere und sehr beeindruckend finde, dass es alles selbst gepixelt ist. Es hat eine gewisse Ästhetik, mir sagt sie nicht so zu, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr hübsch insgesamt, wie das so gemacht ist. Also ich kann das sehr gut wertschätzen. Fensterscheiben sind etwas komisch, mit einem scheinbar nächtlichen Himmel, der sich darin spiegelt. Aber sonst ist das schon alles sehr stilsicher. Zumal man ja eh wenige Maker-Spiele hat, die sich einem modernen Setting widmen. Und das funktioniert hier schon ganz gut. Ein armes Kind. Was machen wir natürlich? Ein Foto. Versteht sich. Danke, Laura. Was wäre wohl ein passender Titel für dieses Bild? Heulsuse, allein in der Welt. Ich würde gern mit dir fliegen. Weinender Junge, dunkelhaarig. Ach, Laura, ich mag dich jetzt schon wieder. Heulsuse natürlich. Egal, wo man auf der Welt ist, weinende Kinder haben immer etwas Ähnliches. Das ist unsere Protagonistin. Eine Sympathin, offensichtlich. Mein Luftballon, er ist weg. Du bekommst sicher bald einen neuen. Danke für diesen tiefgehenden Aufmunterungsversuch, der dir sicherlich keine moralische Abstinenz verschafft. Absolution. Moralische Abstinenz, die hast du. Ah, ein streitendes Pärchen. Wir suchen uns auch nur die saftigsten Situationen zum Fotografieren aus, was? Ich möchte dir an die Gurgel, Federn der Kommunikation. In guten wie in schlechten Zeiten, streitendes Paar im Café. Etwas trocken. Wir nehmen wieder das Saftigste. Streitende Paare in der Öffentlichkeit sind so süß. Gleich wird er sie mit einer Axt spalten. Ich höre etwas. Oh. Machen die da oben etwa... Das wäre mal ein tolles Foto, aber von hier unten habe ich einen zu schlechten Winkel. Vielleicht habe ich von dort oben eine bessere Gelegenheit. Was ist eigentlich mit deiner Moral nicht in Ordnung, Laura? Du hast hier gerade zu viel Spaß. Hallo? Verdammt! Das ist aber ungewöhnlich. Ich dachte, so etwas machen nur Jungs. Wie kannst du denn das sehen von da unten? Ich wollte nur ein paar Tauben fotografieren. Welche Tauben? Die sind gerade weggeflogen, als du kamst. Hatten vielleicht Angst vor deiner Eichhörnchenfrisur. Und du hast nicht zufällig die Kamera auf das Fenster da drüben gerichtet. Auf das Fenster, aus dem Tag und Nacht diese Geräusche kommen. Ah. Wohnst du auch in diesem Hotel? Leck doch nicht ab! Pass auf, komm erst einmal herunter. Ich habe Angst, dass du dir was tust.
Bitte erzähl niemandem davon. Das muss ich mir erst noch überlegen. Was springt für mich dabei heraus? Zwinker, zwinker. Hast du vor, mich zu erpressen? Ah, seht euch ihre Augenbrauen an. In der Tat, das habe ich. Und was möchtest du von mir? Mich mit dir treffen? Oh Mann, super creep. Nice guy. Mit mir treffen? Wie meinst du das? Denk jetzt bloß nichts Falsches. Ich möchte mich einfach nur mit dir treffen. Natürlich, Eichhörnchenfrisur. So wie es in diesem Moment Millionen Jungen und Mädchen in unserem Alter auf der ganzen Welt tun. Ja, ich glaube nicht, dass es mit der Erpressung funktioniert. Du könntest mir deine Bilder zeigen. Ich bin sehr gespannt, was du so abends in dein Album klebst. Du meinst, du möchtest ein Date? Aber ich habe noch nie... Oh. Wann? Jetzt. Und sag nicht, dass du keine Zeit hättest. Du scheinst in deiner Freizeit nur auf dumme Gedanken zu kommen. Und du schleichst in irgendwelchen Gassen rum, lauerst Mädchen auf und... Am besten ich passe ein bisschen auf, was du so treibst. Überredet. Was? Damit hat er dich gekriegt? Ich bin Laura. Und ich bin Jonathan. Gehen wir. Verstörende Dinge spielen sich hier ab. Gut, dass wir wieder in der normalen Welt sind. Da wären wir. Der Zauberspruch konnte uns dem Ziel nicht näher bringen. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter. Wir folgen euch, Meister. Der gelbe Kompass deutet unseren Weg durch diese Tür. Beeilung! An der Oberfläche beten sie für uns. Wir dürfen die Bewohner der Assembly nicht enttäuschen. Okay. Chip Chap und ich sind auf dem Weg. Und werden von einer Zwischensequenz unterbrochen. Hier also beginnt die Bibliothek. Ein Labyrinth, aus dem man ohne den Kompass kaum hinausfinden wird. So heißt es. Ich wünschte, meine Kinder hätten diesen Ort ein einziges Mal sehen können. Tausende Geschichten, in denen man sich verlieren und auch wiederfinden kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet bald genug Zeit haben, diese Gänge zu erforschen. Doch jetzt heißt es zunächst, unsere Mission zu erfüllen. Aha. War da etwas? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Halte die Augen weit offen. Es kann sein, dass wir nicht alleine sind. Wir müssen zuerst an das Ziel kommen. Jedes Mittel ist recht. Heute ist kein Tag, an dem Gefangene genommen werden. Mein Arm und diese Klinge halten unserem Vorhaben die Treue. Vielen Dank, Nestor. Schöne Schrittgeräusche auch. Einige Stunden später. Wir wissen, was geschehen wird. Was für ein Marsch, aber unsere Mühen werden sich lohnen. Vertraut mir. Ich mag seine Augen. Solange wir die einzigen hier unten sind... Puzzleteile! Verdammt, das Gewölbe stürzt bald ein. Wir müssen das verhindern. Beeilt euch! Ich spüre eine Gegenwart. Wir sind definitiv nicht alleine. Lasst uns einen Hinterhalt vorbereiten. Alle auf Position. Jetzt sitzen sie in der Falle, aber sie sind nicht verletzt. Bereitet euch auf einen Gegenschlag vor. Dora! Gleich bin ich bei meinen Kindern. Dafür werden sie büßen. Kümmert euch nicht um mich. Lauf weiter. Sie haben jetzt einen Vorsprung. Wir schauen später nach dir. Ja, das wird sicherlich viel bringen. Vielen Dank. Okay. Dora ist raus. Dora explort nicht mehr. Kein Schritt weiter. Uiui, er setzt die Macht ein. Ein Schritt näher an die Truhe und eure Frau wird aus der Kehle bluten wie ein Opferlamm.
Ihr kennt meine Adleraugen. Ich kann jederzeit das Schloss der Truhe treffen und sie sprengen, selbst wenn ihr eure Hebemagie anwendet. Ich verspreche euch, dass ihr nur lebenslang in den Kerker gesperrt werdet. Oh, das ist ja... Oh, schön. Somit entgeht ihr eurem, wenn auch sehr verdientem, Todesurteil. Steckt eure Pistole ein, ergebt euch und lasst mich die Truhe versiegeln. Dies soll der letzte Zyklus sein. Die Welt wird geheilt werden. Widerstrebt nicht dem Unabwendbaren. Hört auf, uns im Weg zu stehen. Ihr habt unseren Orden ausgerottet. Ihr habt uns in die Enge getrieben und uns wie Vieh abgeschlachtet. Nicht einmal vor Alten und Kindern macht ihr Halt. Weil ihr Terroristen seid. Ihr habt mit euren lächerlichen Aktionen alle Völker und ihre Welten bedroht. Ich gebe euch eine letzte Chance. Entfernt euch von Kingdom Hearts oder eure Frau wird qualvoll sterben. Lass dich nicht von ihm bereden, Pan. Bring unsere Mission zu Ende. Lasst sie frei. Wir alle können in Frieden leben, wenn ihr nur ein einziges Mal auf uns hören würdet. Ich bin eurer Reden überdrüssig. Tötet sie. Wow, Apollon. Okay, Arschloch. Nein! Ihr habt da nur ein kleines Detail vergessen, Apollon. Ihr könnt mir mein Leben nicht nehmen. Wie soll das möglich sein? Ich habe mein Leben bereits am Eingang zur Bibliothek hinter mir gelassen. In Form eines Horcruxes. Nein! Setzt sich selbst und ihn getötet. Elpis! Mein Geliebter, jetzt! Und es passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und startet eine gänsehauterregende Sequenz. Wir sind erwacht. Habt Gnade, erhabener Strom. Lasst unsere Welt, wie sie ist. Schweigt! Wir wollen nichts hören. Viel zu lange wurden wir versklavt. Kein Licht, nur Dunkelheit. Ihr habt uns in diese Truhe gesperrt. Das war das Dümmste, was ihr anstellen konntet. Wir werden euch in Stücke reißen. Wir werden euch verschonen. Wir werden die Wände mit eurem Blut beschmieren. Nichts wird von Halt! Was ist mit dieser Welt passiert? Wir wissen es nicht. Auch wir wissen es nicht. Diese Welt fühlt sich so vollkommen an. Nehmen wir uns erst der Welt an und dann diesen Gestalten. Oh, wir sind wieder bei den Freaks. Das war ein toller Tag. Es ist so schön, dass du so viel Verständnis für meinen Großvater hast. Die Leute in der Schule würden sich über einen senilen Mann lustig machen. Was sind das für Leute? Wir hatten bei unserem Dorf viele senile Menschen, um die wir uns kümmern mussten. Du hast wirklich einfach deine Sachen gepackt, bist eines Nachts abgehauen und hast hier im Hotel angefangen? Nein, ich bin nicht abgehauen. Unsere Gemeinde sieht es vor, dass junge Erwachsene ein paar Jahre in der Welt umherziehen. Oh, bist du Mormone oder was in die Richtung? Wir sollen lernen, was für ein Leben uns vorenthalten wird. Erst dann entscheiden wir uns, für immer in der Gemeinde zu bleiben. Oder eben nicht. Schau, da ist ein großes W im Himmel. Das ist Cassiopeia. Da drüben ist das Kreuz des Südens. Und mein Liebling, der Orion. Natürlich stehst du auf Orion. Sterne haben irgendwie gleichermaßen etwas Beruhigendes wie Bedrohliches, findest du nicht auch? Beruhigend kann ich nachvollziehen, aber bedrohlich? Nun ja, sie wachsen und wachsen und wachsen, bis sie irgendwann zu roten Riesen werden. Dann verschlucken sie die kleinen Planeten um sich herum und zerfallen schließlich zu weißen Zwergen. Irgendwann passiert das auch mit unserer Sonne. Da ist es noch so lange hin, das sollte uns nicht interessieren. Weißt du, mit meinem Großvater ist es doch so ähnlich. Er hat meine Großmutter kennengelernt, Kinder in die Welt gesetzt, Reisen gemacht, das ganze Haus mit Krempel vollgestellt, das er von allen Kontinenten nach Hause mitbrachte. Meine Großeltern waren äußerst wohlhabende Leute, musst du wissen.
Heute hat sein Gehirn mehr Löcher als ein Sieb und sein Verstand gleich dem eines Dreijährigen. Eines Tages werden wir auch so sein und die Dinge, die wir festhalten. Meine Bilder werden mit jedem Jahr an Farbe verlieren. Vielleicht werde ich es nicht miterleben, aber eines Tages werden sie vollständig ausgeblichen sein. Und dann sind sie nur noch Staub. Deswegen finde ich die Sterne bedrohlich. Aber du vergisst, dass von allem etwas übrig bleibt. Das welke Blatt eines Baumes wird irgendwann zur Erde, aus der ein neuer Baum wächst. Wenn du das Blatt allerdings verbrennst, wird davon Asche übrig bleiben. Jedes Molekül unseres Körpers war irgendwann einmal Bestandteil dieses Planeten. Und der wiederum ist vermutlich aus einem verstorbenen Stern entstanden. Eigentlich sind wir alle viel näher miteinander verwandt, als uns das meistens bewusst ist. Wow, jetzt gehst du also auch noch auf die Schiene, Jonathan. Du lässt wohl kein Creep-Goal aus, hm? Hast du das alles auch in deiner Gemeinde gelernt? Nein, wir haben nur auf die Heilige Schrift gehört. Deswegen dachte ich, es wäre gut, einmal die anderen großen Werke zu lesen. Einstein, Darwin, Sartre. Stell dir vor, ich habe letzte Woche zum ersten Mal das Internet benutzt. Danke, dass du mich ein wenig erpresst hast. Danke, dass du dich erpressen lassen hast. Toxic Relationships. Das Feuerwerk fängt an. Guter Dialog übrigens. Sehr, sehr guter Dialog. Oh, unterhalten Sie Händchen. Und die Gänsehaut aktiviert sich. Niklas Niers, Assembling the World. Ein sehr stilsicheres Intro. Schule ist doof, sonst hätte ich noch länger hier bleiben können. Ich werde dich besuchen, sobald ich es mir leisten kann. Danke, dass du plötzlich da warst. In den 2 Wochen habe ich mehr erlebt als sonst in 2 Jahren. Der Zug auf Gleis 6 fährt in wenigen Minuten ab. Jetzt müsste man ein wenig die Zeit anhalten können. Was war das? Der Mann dort hinten, er... Das ist verstörend. Wir müssen hier weg! Großvater! Catherine! Was ist das? Und plötzlich sind wir in einem Isekai-Anime. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Puzzleteile? Jonathan? Großvater? Wo ist die Stadt? Wo sind die Menschen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Alles so verschwommen. Dort oben scheint der einzige Weg fort von hier zu sein. Was heißt dort oben? Ist das ein Berg oder brichst du gerade die dritte Wand? Neuer Auftrag, Heimweh. Finde einen Weg nach Hause. Finde heraus, was mit Jonathan und Großvater geschehen ist. Wichtig, Details über Aufträge wie diesen kannst du jederzeit im Spielmenü über den Menüpunkt Aufträge im Untermenü Notizen ansehen. Okay, da sind wir. Da ist unsere HP-Leiste und da ist unser Menü. Das auch komplett selbst geskriptet ist, hat nichts mit dem Standard zu tun. Das ist eine eigene Map im Maker. Sehr, sehr hübsch anzusehen.
Wald der treibenden Farben. Wir gucken uns gleich mal um. Status. Werte überprüfen und Figuren entwickeln. Dies ist der Status von Laura. Zuoberst steht ihr Level. Sobald sie eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten erreicht hat, steigt sie eine Stufe auf. Besiege Gegner, um EP zu erhalten und überprüfe den Status, um zu sehen, wie viel EP du für den nächsten Level benötigst. Unter den benötigten EP sind Lauras Lebenspunkte gelistet. Für jeden neuen Level, den sie erreicht, erhält sie 5 weitere LP. In der linken unteren Ecke siehst du die verfügbaren Pusmos, die du benötigst, um Lauras Werte zu erhöhen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Drücke in Lauras Statusmenü die Aktionstaste, um auf das Pusmo-Brett zuzugreifen. Aha. Mit jedem Levelaufstieg erhält Laura ein Pusmo in gelber, grüner oder roter Farbe. Dieses kann an eine freie Stelle derselben Farbe neben einem bereits eingesetzten Puzzleteil gelegt werden. Je nachdem, an welche Stelle das Pusmo gesetzt wird, erhöhen sich andere Werte. Manchmal entdeckst du unter einem Pusmo noch Platz für ein blaues Pusmo. Diese sind besonders selten, ermöglichen es Laura jedoch, ein neues Technik-Pusmo zu erlernen. Cool. Eigener Skilltree. Wie gesagt, es ist hier eigentlich so ziemlich alles selbst gemacht. Niklas Mia, Itachio, hat hier sehr, sehr, sehr viel Arbeit damals reingesteckt. Und es ist wirklich bedauerlich, dass da nichts mehr draus geworden ist. Aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Inventar. Nützliches, Schätze, Material, Schlüssel, Pläne. Gut. Rüstzeug. Waffen, Rüstung und Accessoires. Im Ausrüstungsmenü kannst du die gesammelten Schätze verwalten. Ein Schatzpusmo ist kein wirklicher Gegenstand, er ist vielmehr die Essenz eines Gegenstandes. Selbst wenn Laura ein Kurzschwert im Waffenslot trägt, bleibt ihre Waffe der Strom. Okay, offensichtlich ist es nicht so gedacht, dass wir uns das angucken, bevor die nächste Story-Sequenz startet, aber hey, was soll's. Laura kann eine Waffe, eine Rüstung und 3 sonstige Gegenstände tragen. Bei den sonstigen Gegenständen musst du darauf achten, dass Laura nicht 2 Gegenstände derselben Sorte trägt. Laura kann an den Plätzen für sonstige Gegenstände, also zum Beispiel, keine 2 Schilder tragen. Nur von Ringen und Accessoires können beliebig viele Gegenstände benutzt werden. Okay, das wird dann später relevant. Technik. Dies ist das Fähigkeitsmenü. Hier kannst du Lauras Technik-Pusmos aktivieren und wieder deaktivieren. Du musst mindestens ein Technik-Pusmo aktiv haben. Maximal kannst du 8 Technik-Pusmos aktivieren. Mit jedem aktivierten Technik-Pusmo steigt die Anzahl der maximal erreichbaren Combo-Pusmo-Stufe. Bedenke, dass der Strom mit jedem zusätzlichen Technik-Pusmo unberechenbarer, aber vielfältiger und stärker wird. Durch das Benutzen von Technik-Pusmos erhöhen sich die Ladegeschwindigkeit sowie die Stärke einzelner Fähigkeiten. Wir haben Schwerthieb. Notizen. Finde einen Weg nach Hause. Finde heraus... Okay. Option Auto-Aiming an. Grafik hoch. Tutorial an. Ja. Das ist alles schön und schick. Ich erinnere mich, dass als ich Assembling the Void das erste Mal damals gespielt habe auf meiner PC-Mühle, dass es permanent gelaggt hat. Vor allem, Spoiler, im Sumpfgebiet. Ich denke, da mein PC jetzt deutlich potenter ist, sollte es funktionieren, ohne zu laggen. Und das waren die wichtigen Punkte. Speicherpunkte. Du hast einen Speicherpunkt gefunden. Wenn du auf einem Speicherpunkt stehst und das Menü aufrufst, kannst du deinen Spielstand speichern. Außerdem kannst du im Falle einer Niederlage hierher zurückkehren. Zu einem späteren Zeitpunkt kannst du die Weltkarte aufrufen, indem du die Aktionstaste drückst, während du auf einem Speicherpunkt stehst. Ich glaube nicht, dass das in dieser Demo möglich ist. Darüber hinaus regenerieren Speicherpunkte die LP, solange man auf ihnen stehen bleibt. Das ist nett. Das habe ich damals zum Grinden genutzt. Weil das Kämpfen in diesem Spiel eben auch so viel Spaß macht. Wie ihr noch sehen werdet. Halt, du bist noch nicht bereit. Wer spricht da? Gott? Natürlich weiß sie es noch nicht. Sie ist in Gefahr. Was weiß ich noch nicht?
Sieh nach vorne, Kind. Was ist das? Ein Herzloser? Ein Wichtel. Auf ihn mit Gebrüll. Nun aber halblang. Zeigen wir uns dem Mädchen. Wie langweilig. Was zur... Puzzleteile? Nicht nur das, wir können uns auch zusammensetzen. Zu gewaltigen Waffen. Oder auch Schutzzaubern. Waffen sind besser. Wie dem auch sei, du bist auf unsere Hilfe angewiesen, wenn du in diesem Wald bestehen willst. Einen Scheiß werde ich tun. Was soll ich hier? Liebe für Laura. Wir wussten, dass das passieren würde. Lasst uns geduldig mit ihr sein. Könnt ihr euch mal bitte einigen? Wo ist Jonathan? Wie komme ich hier weg? Wir zeigen Verständnis für deine Fragen, aber du musst dich jetzt sputen. Und wenn ich einfach nicht das tue, was ihr mir sagt? Wenn ich einfach hier bleibe und Däumchen drehe? Du hast vielleicht schon gemerkt, das hier ist der einzige Weg. Und nur wir können dich beschützen. Wenn's denn sein muss, was soll ich tun? Erst musst du lernen, wie man kämpft. In Assembling the Void finden alle Kämpfe in Echtzeit statt. Das bedeutet, dass sich Laura zur selben Zeit wie die Gegner bewegen kann. Die einzige Waffe, die Laura benutzen kann, ist der launische Strom. Ein Schwarm klitzekleiner Puzzleteile, die bei Gefahr um Lauras Hände herumschweben. Je nach Situation und Fertigkeit werden sie sich zu unterschiedlichen Formen zusammensetzen. Diese können zum Beispiel eine Klinge oder einen Zauberspruch darstellen. In der rechten unteren Ecke des Bildschirms findest du das Postgrid, die Anzeige des Stroms. Sobald sich ein Technik-Posmo in das Raster bewegt, wird es aktiviert und kann benutzt werden. Klingt alles komplizierter, als es dann ist. Dazu muss die Aktionstaste, Enter- oder Leertaste gedrückt werden. Benutzt du eine Fähigkeit, fällt das dazugehörige Technik-Posmo aus dem Postgrid und muss neu geladen werden. Wenn du zu lange mit dem Benutzen einer Fähigkeit wartest, fällt das Technik-Posmo ebenfalls aus dem Postgrid und wird unbrauchbar. Damit du weißt, welches Technik-Posmo als nächstes an der Reihe ist, werden dir die drei nächsten Technik-Posmos in der Reihenfolge, in der sie auftreten, angezeigt. Im Moment verfügst du nur über ein einziges Technik-Posmo, Schwertschlag. Damit kannst du ein oder mehrere Gegner in Lauras Blickrichtung treffen. Auch Gegner benutzen spezielle Fertigkeiten. Solange sich dein nächstes Technik-Posmo auflädt, bist du hilflos. Dann solltest du versuchen, Abstand von deinen Feinden zu nehmen. Gelingt dir dies nicht und sollte Laura alle Lebenspunkte, die dir am Balken unten links angezeigt werden, verlieren, wird Laura besiegt und ihre Reise ein jähes Ende nehmen. Was mit dem Strom an unserer Seite keinen wirklichen Sinn ergibt. Okay, wir sehen es unten rechts und wir drücken Enter und teilen den Schlag aus. Kein Problem. Da sehen wir, dass wir bisher nur Schwertschlag haben. Hui. Und drauf. Uiuiui, das hat uns getroffen. Ja. Ja. Und weiter geht's. Hey, das war gar nicht so schlimm. Wenn du deiner Bestimmung begegnen möchtest, folge dem fließenden Wasser und werde fündig. In den Wald. Durchquere den Wald, indem du dich flussaufwärts bewegst. Springen. Begebe dich an den Rand von Klippen, um eine Ebene hinauf oder hinabzuspringen. Doch Vorsicht! Befindest du dich nicht auf derselben Ebene wie deine Feinde, wird der Strom dich als feige erachten und das Aufladen von Technik-Posmos erschweren. Okay. Es ist also eine Mechanik gegen Cheapness und gegen Cheesen der Gegner. So, okay, hier können wir sprinten, sehr schön. Wir speichern erstmal. Da unten können wir die Spielzeit sehen, das ist gerade für einen Let's Player auch sehr, sehr nützlich. Wir machen noch so 10-15 Minuten. Und da ist er wieder. Wie gesagt, man kann grinden. Ciao. Und weiter geht's. Heiltränke. Um dich in den Wirren eines Gefechtes schnell zu erholen, kannst du über die Taste 1 einen Heiltrank benutzen.
Dieser wird augenblicklich einen Teil deiner LP wiederherstellen, dabei jedoch auch dein momentan geladenes Technik-Posmo aus dem Postgrid werfen. Du kannst während eines Kampfes nur eine Sorte Heiltrank benutzen. Die gewählte Heiltranksorte kannst du im Inventarmenü ändern. Wichtig: Der Strom mag nicht, wenn du Heiltränke benutzt und wird für jeden, den du benutzt, langsamer laden. Was zum Geier? Warum? Wenn du das Gebiet verlässt, verfliegt dieser Nachteil jedoch wieder. Ich möchte gerne am Leben bleiben, lieber Strom. Wichtelklaue. Cool. Ja, das Kampfsystem ist ganz, ganz klasse. Ich möchte nicht sagen phänomenal, aber es ist schon wirklich herausragend. Gerade für den Maker. Ich mag es nicht immer zu sagen, für den Maker. Es ist auch für Indie-Game-Standards. Es ist wirklich ein tolles Kampfsystem, gerade optisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wird später auch noch ein bisschen besser. Beziehungsweise, da fällt mir doch glatt ein, dass wir ja gar nicht fair spielen wollten. Wir speichern einmal. So. Es ist so. Ich könnte euch jetzt einen ganz gewöhnlichen Walkthrough mit Laura zeigen, wie wir uns normal entwickeln und dieses Technikfeld und diesen Status nach den Möglichkeiten der Demo und nach den Möglichkeiten des Grindings, wie sich das entwickelt und das ganz normal zeigen. Dann würden wir natürlich nur eine gewisse Anzahl erreichen, weil es in der Demo eben ohne unendliches Grinding nicht unendlich viele Erfahrungspunkte gibt und Puzzleteile, ne? Ist klar. Aber es gibt gute LPs von Assembling the Void auf YouTube. Die sind besser als meines, gehe ich jetzt mal von aus. Da das hier aber meine LP ist und ich die Sachen ja immer ein bisschen auf eigenen Stil mache, werden wir cheaten. Und zwar direkt jetzt zu Spielanfang. Wir werden die Schwierigkeit des Spiels quasi ausklammern und das jetzt einfach mal beiseite stellen. Ich sage hier vorab als Fazit, falls euch das interessiert, Assembling the Void ist ein spaßiges, aber forderndes Spiel. Es ist selten unfair, aber schon fordernd. Und das war's. Denn ab jetzt wird die Schwierigkeit für uns kaum noch eine Rolle spielen, denn wir werden uns jetzt direkt zu Spielanfang sämtliche Puzzleteile besorgen. Alle. Ausnahmslos. Und uns auf das höchstmögliche Level, das ich mit dem Maker erstellen kann, jumpen. Ich möchte sehen, wie viele Puzzleteile, wie weit Itachio den Skilltree für diese Demo schon aufbereitet hat, wie weit wir gehen können. All das möchte ich sehen und ich möchte sehen, wie sich das Spiel spielt, wie schnell es sich spielt, aber auch wie schön es und flüssig es sich spielt, wenn wir direkt von Anfang alle Möglichkeiten offen haben. Das kann man finden, wie man möchte. Natürlich ist ein regulärer Spieldurchlauf eigentlich der Standard. Aber es ist ein altes Spiel, es ist ein Spiel, das schon mehrmals gespielt wurde und das ist mein Let's Play und ich möchte versuchen, es etwas anders anzugehen. Deswegen sehen wir uns gleich in 5 Minuten wieder. Für euch ein Schnitt. Bis gleich. Hey, und da sind wir wieder. Ups, was ist denn da? Da ist ein Klon von uns. Was hat sie denn so zu sagen? Itachio ist der schönste Mensch der Welt. So ist es. Und wir haben gerade was bekommen. Wir gucken mal in unser Statusmenü. Oh, was ist denn da? Wir haben 3 plus von jedem. Genauer gesagt haben wir jetzt 99 Puzzleteile von allem. Fangen wir an, das zu nutzen. Erhöht Laura's Wert um einen bestimmten Wert. Ach, wir töten einfach alles. Das bringt Freude. Unverdienter Fortschritt. Und da sehen wir, es setzt sich ein Bild zusammen. Erhöht Laura's Werte weiter. Sehr schön. Hier gab es noch was zu tun. Ein schmaler Stich mit hoher Reichweite, der Speerstich. Die machen wir dann alle, wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Werteteile. Ich werde diesen Vorgang hier dann natürlich vorspulen, sodass ihr das jetzt in Highspeed seht. Wenn man bedenkt, dass Itachio hier alle Richtungen bedenken muss. Der muss ja die individuellen Entscheidungen jedes Spielers bedenken. Denn man kann natürlich komplett in die eine Richtung gehen, in die Verteidigungsrichtung, in die Geschwindigkeitsrichtung. Das ist ja jedem Spieler selbst überlassen. Aber Itachio musste das alles bedenken. Und deswegen musste er auch für die Demo davon ausgehen, dass ein Spieler zum Beispiel bis hier oben kommt, wenn er zum Beispiel nur in diese Richtung geht. Und das kommt uns zugute, denn wir, die jetzt cheaten, können somit sehr, sehr einfach alles aktivieren. Obwohl das vielleicht noch gar nicht so vorgesehen war.
Und da sind wir auch wieder, mit vollem Blatt. Ich denke, an der Ausfächerung der Technik-Pasmos und der Leere des äußeren Bereiches sieht man auch, wo Itachi natürlich seine Erwartungen hatte, wo die realistischen Erwartungen sind. Ich denke aber, ich bin der erste Spieler, vielleicht mal noch vom Ersteller selbst abgesehen, der jemals das gesamte Pusmo erreicht. Es ist eben die Demo und es ist eigentlich nur durch Cheaten zu erreichen. Anders ist es vollkommen unmöglich, wenn man nicht jahrelang grindet. Deswegen, hey ho, that's the first. Nehmen wir uns noch der Techniken an. Wir sind jetzt, also wenn ihr euch die Werte jetzt anguckt, wir sind absolute Monster. Komm, probieren wir das gleich mal aus. Dieser arme Herzlose. Dieser arme. Hey ho. Na, greif mich doch an. Na los, schlag zu. Nein? Gut, dann mache ich das. Tja. Das spürte er im Jenseits noch. Tutorials, Sprinten. Um größere Distanzen zu überwinden, solltest du die Steuerungstaste gedrückt lassen. Während eines Sprints verdoppelt sich Lauras Bewegungstempo auf Kosten ihrer Reflexe. Im Kampf wird dabei das Ausweichen unmöglich und Attacken treffen mit doppelter Härte. Ich denke, darum muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Solange Laura sprintet, kann sie weder springen noch klettern. Das ist in Ordnung. Wichtelklaue, vielen Dank, die können wir gut gebrauchen. Ups, so. Ja, gut, nehmen wir uns noch der Technik-Pusmus an. Schildschlag. Bärenhaut. Schwächen. Heilung. Feuerball. Reinigung. Kälteeinbruch. Druckwelle. Donnerblitz. Pikachu. Lichtstrahl. Bogenschuss. Schrotflinte. Was? Pistolenschuss, wow. Landmine, okay, die kannte ich noch nicht. Panzerfaust. Hammerschlag. Cool. Damit sind wir endgültig komplett. Und dadurch, dass wir das jetzt eben auch alles direkt zu Anfang freigeschaltet haben, kann ich das alles mal im Laufe des Let's Plays durchprobieren und zeigen. Wir wollen alles sehen, was dieses wunderschöne, niemals vollendete Spiel zu bieten hat. Technik. Wir packen natürlich zuerst mal die gewalttätigen Sachen rein. Du kannst nicht mehr als 8 Technik-Pusmos gleichzeitig anwählen. Das ist okay. Raus, 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 raus. Wir machen uns jetzt erstmal zur kompletten Kriegswaffe. Feuerball ist okay. Panzerfaust, Schrotflinte, Pistolenschuss. Die Druckwelle noch. Und natürlich die Landmine. Der Donnerblitz. Und ja, noch den Lichtstrahl. Sehr gut. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Der Wochentag ist übrigens nicht korrekt. Heute ist nicht Montag, heute ist Dienstag. Rucksack 0 von 10, Uhrzeit 13:22. Ah, okay, es ist die Ingame-Zeit, natürlich. Alles andere wäre auch seltsam gewesen. Was habe ich denn für Gedanken? Ja, unverteilte Puzzleteile. Liebe Laura, dagegen kann ich nichts tun. Das sind mehr, als du tragen kannst. Okay. Das war doch mal ein aufregender erster Part. Oh. Ups. Da habe ich die Maker-Cheat-Funktion aus Versehen verwendet. Wow. Ach, dieser arme Wichtel. Autsch. Automatische Anvisierung. Um das Zielen mit den vielen Techniken zu vereinfachen, wird Laura stets in die Richtung des nächstliegenden Feindes blicken. Möchtest du jedoch das Ziel wechseln, zum Beispiel um einen entfernten Gegner zu treffen, kannst du durch Druck auf die Taste 2 ein neues Ziel anvisieren. Laura wird ihre Aufmerksamkeit so lange auf dieses Ziel richten, bis das Ziel besiegt ist oder durch erneutes Drücken der Taste 2. Ein Druck auf Taste 3 wird das automatische Anvisieren während des Kampfes an- und ausschalten. In den Optionen kann das Anvisieren komplett ausgeschaltet werden. Danke. Ich möchte mal noch ein bisschen kämpfen, bevor ich hier Schluss mache. Ich möchte das mal noch ein bisschen nutzen. Ach, seht euch das an. Ist das nicht toll, dieser Herbstwald.
Das macht doch Spaß, das ist wunderschön. Obwohl mir der Stil nicht gefällt, finde ich diesen Wald sehr, sehr gelungen. Klettern. Findest du eine Klippe, die Laura nicht mit einem einfachen Sprung bewältigen kann, ist vielleicht das Klettern eine Alternative. Hängt sich Laura an den Rand einer Klippe, kann sie sich seitwärts hangeln und an der richtigen Stelle fallen oder lassen oder hinaufziehen. Okay, das machen wir. Ja, was man natürlich auch appreciaten muss, das haben wir auf dem Titlescreen gesehen, es gibt eine Voice-Actorin, nämlich Lauras Voice-Actorin. Diese Soundeffekte, die sind natürlich eingesprochen. Toll. Ich möchte mal ein bisschen was durchprobieren. Oh, okay, sie hat ihn automatisch anvisiert. Armer Wichtel. Armer Wichtel. Kombo-Pusmo. Sobald Laura ein Technik-Pusmo erfolgreich durchführt, erhält sie ein Kombo-Pusmo, das in der rechten unteren Ecke angezeigt wird. Jedes Kombo-Pusmo... Oh nein, wir können keine Kombos mehr kriegen, weil wir immer One-Hit-Kills sein werden. Von Laura verursacht Schaden um 12... verursachten Schaden um 12 erhöht. Okay. Außerdem werden Technik-Pusmos immer schneller verfügbar. Verfehlt eine Attacke allerdings ihr Ziel oder wartet Laura zu lange auf die Verwendung eines Technik-Pusmos, verliert Laura wieder ein Combo-Pusmo. Du kannst für jedes Technik-Pusmo, das du im Technikmenü aktivierst, die maximale Anzahl an möglichen Combo-Pusmos erhöhen. Da das Maximum an gleichzeitig aktivierbaren Technik-Pusmos 8 beträgt, kann auch die maximale Anzahl an Combo-Pusmos niemals 8 übersteigen. Das ergibt Sinn. Du hast einen kostbaren Schatz gefunden, Kurzbogen. Dankeschön. Ja, die Message, die werden wir für den Rest des Spiels sehen, fürchte ich. Wichtelklaue, vielen Dank. Upsala. Ja, das Problem ist, ich spiele das Spiel jetzt gerade über den RPG-Maker-Spielmodus und da liegt auf Steuerung der Cheat-Modus, der mich berechtigt, durch alle Wände durchzugehen. Das ist aber natürlich dieselbe Taste, die Itachio für das Rennen gewählt hat. Das heißt, wenn ich jetzt sprinte und nicht aufpasse, renne ich hier durch die Levelbeschränkungen durch. Was ja normalerweise nicht geht. Der hat gesessen. Hey, irgendwie fühle ich mich stärker. Cool. Level-Ups gibt's auch noch. Sehr schön. Wir sind noch nicht stark genug. Da geht noch was. Naja, vielleicht hat das Cheaten auch so seine Vorteile. Hier könnten wir normalerweise nämlich nicht durch. Es wird ein seltsames Let's Play. Holzstück. Es wird ein seltsames Schummel-Let's Play. Ja. Aber es ist zur Präsentation. Vergesst das nicht. Es ist zur Präsentation. Hoi, oi, oi, jetzt wird's aber gefährlich. Oh nein, ich sterbe. Oder auch nicht. Es beginnt zu dämmern. Ah ja, es gibt ja auch Tag und Nacht. Sehr schön, Holzstück. Was ist das denn? Das erfahren wir etwas später. Jetzt habe ich doch schon weitergemacht. Ich spiele noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Erster Part, Überlänge. Armer Hund. Er hatte nie eine Chance. Guckt euch dieses Farbenspiel an. Oh Mann. Es geht doch nichts über einen schönen Kampf in der Abendluft. Ich weiß nicht, ob man das einen Kampf nennen kann. Es war eher eine Hinrichtung. Ah, Menschen, endlich! Hallo, ich bin so froh, Sie zu sehen. Also, ich war gerade am Bahnhof und bin mit meinem Freund zum Zug gegangen. Wie kannst du denn jetzt noch glauben, dass das hier deine Welt ist?
Ich meine, Laura, hallo? Plötzlich sind alle Leute um uns herum verschwunden. Weiter kann ich mich an nichts erinnern. Ich bin einfach hier aufgewacht und überall sehe ich Puzzleteile. Wo bin ich hier gelandet? Ist doch offensichtlich, Italien. Um diese Jahreszeit sehr, sehr schön. Können Sie nicht reden? Diese Dame kann reden, aber sie kann euch nicht verstehen. Oh, hallo, ich habe sie gar nicht bemerkt. Welche Sprache spricht diese Frau? Hallo, Italienisch. So einfach ist das nicht. Mit der Sprache hat das nichts zu tun. Mich wundert, warum ihr sprechen könnt. Ja, ich bin Laura und ich komme eigentlich gar nicht von hier. Und ich möchte eigentlich so schnell es geht wieder heim. Nennt mich bitte Apollon. Ihr wart an einem Bahnhof, sagt ihr. Und weiter? Nun ja, plötzlich tauchten diese roten und gelben Puzzleteile auf und haben mir als Waffe geholfen. Ohne sie wäre ich hier vermutlich aufgeschmissen. Schwebende Puzzleteile? Verflixt und zugenäht! Genau die meinte ich. Könnt ihr in Zukunft bitte nicht so plötzlich erscheinen? Immer dann, wenn's spannend wird. Der Strom! Grundgütiger! Der gute Apollon, wir sind auf euch nicht gerade gut zu sprechen. Ihr kennt euch also. Das kann man so sagen. Verzeiht unseren Fehler, ehrenwerter Strom. Wir hatten unsere Gründe, euch in der Truhe einzusperren. Das spielt keine Rolle mehr, denn wir sind frei. Wir haben uns entschlossen, euch am Leben zu lassen, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Ich erteile euch die Erlaubnis, euch diesem Mädchen zu erklären. Wir ziehen uns so lange zurück. Das ist eine ausgesprochen gefährliche Waffe, die ihr dort mit euch tragt. Sie verursachte das große Beben, das unsere Welt, die Assembly, vor wenigen Tagen auseinanderriss. Vermutlich hat das auch etwas damit zu tun, dass ihr hierher gekommen seid. Die Wege des Stroms sind oft unerklärlich. Er besitzt gleichermaßen Kräfte der Ordnung und des Chaos. Also die Zusammensetzung und Zerstreuung der Welten der Assembly, Kingdom Hearts. Unser Orden war kräftig genug, um die Zusammensetzung der Assembly alleine zu bewerkstelligen. Auf die zusammensetzende Macht des Stroms waren wir also nicht mehr angewiesen. Wir mussten jedoch verhindern, dass sich jemand der zerstörerischen Fähigkeiten bemächtigt. Deswegen sperrten wir ihn in einer magischen Truhe ein. Wir waren kurz davor, die Assembly vollständig zusammenzusetzen. Dadurch waren wir mächtig genug, die Truhe für immer zu versiegeln. Doch unser Vorhaben schlug fehl. Der Strom ist wieder frei und hat nun jeden Grund, wütend auf meinen Orden und mich zu sein. Das klingt nach einer fabelhaften Geschichte. Der einzige Part, der mich daran interessiert, ist jedoch, dass der Strom mich hierher gebracht hat. Dann kann er mich doch auch wieder zurückbringen, oder? Ich bin Laura, ich glaube alles, was man mir erzählt. Intelligenz ist nicht meine richtige Stärke. Er hat vermutlich andere Pläne mit euch, sonst wärt ihr schon lange nicht mehr hier. Hört zu, meine Kräfte sind begrenzt, sie sind beinahe verschwunden. Da dieser Wald mit keiner anderen Welt der Assembly verbunden ist, kann ich aus eigener Kraft nicht fort von hier. Es ist, als wäre ich auf einer einsamen Insel gestrandet. Ihr könnt uns helfen, die Assembly wieder auferstehen zu lassen. Ihr müsst die Weltenpusmus finden und die Welten zusammensetzen. Das Herz aller Welten. Was ist das für ein Orden, von dem Sie erzählt haben? Der Orden der Ordnung. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die einzelnen Welten der Assembly zu finden und zu einem Ganzen zu verbinden. Seit dem großen Beben sind wir jedoch wieder über die einzelnen Welten verstreut. Helfen Sie mir zurück in meine Heimat, wenn ich Ihnen bei Ihren Plänen helfe? Aber natürlich, ich werde versuchen, jede eurer Fragen zu beantworten. Das klingt gut. Warum kann diese Frau denn nicht mit mir sprechen? Sie kann mit euch sprechen, nur ihr nicht mit ihr. Lasst mich versuchen, es zu erklären. Nur Mitglieder des Ordens wissen von der Existenz der Assembly, des Stroms und der Pusmos. Alle anderen Lebewesen gehen den Dingen und Problemen ihrer eigenen Welt nach.
Sie haben keine Ahnung davon, was unser Orden so treibt. Sie können jedoch auch am Leben anderer Welten teilnehmen und diese betreten, sofern sie verknüpft sind. Etwas, das nichts mit ihrer eigenen Welt zu tun hat, so wie euer Problem, können sie nicht verarbeiten. Nur wenn jemand dem Orden beitritt, wird oder sie darüber aufgeklärt. Jedoch behalten wir uns vor, nur ganz begabte Wesen in den Orden aufzunehmen. Was machst du dann da? Dennoch sind wir darauf angewiesen, dass wir die Bewohner der Welten beschützen. Manche hüten spezielle Weltenposmos, die wir zum Zusammensetzen der Assembly benötigen. Sie enthalten versteckte Welten, die sich an geeigneten Stellen entfalten. Lauscht nun geduldig der Geschichte dieser Frau. Ich würde lieber gern mal speichern. Sie stellt euch vielleicht eine Aufgabe und kann euch dann belohnen. Ich würde euch meine Hilfe anbieten. Seit dem großen Beben jedoch ist mein Orden und damit auch meine Magie zu schwach. Alles klar. Bevor ihr euch auf den Weg macht, ich könnte euch eine meiner Waffen abgeben. Seid ihr eher an einem Schwert oder an einem Zauberstab interessiert? Wir nehmen den Stab. Ich nehme lieber den Zauberstab. Danke. Sehr geehrte Dame, ist hier im Wald etwas Ungewöhnliches passiert? Ah, endlich jemand, der mir helfen kann. Ja, in der Tat, hier ist etwas Ungewöhnliches passiert. Etwas nördlich von hier gehe ich gerne auf die Jagd nach seltenen Pilzen. Die kleinen, leckeren, die mit dem feinen Nachgeschmack. Leider hat sich ein Rudel Wichtel, angeführt von einem mächtigen Wichtelmagier, dort als Revier niedergelassen. Wenn ihr die Wichtel dort vertreiben könntet, könnte ich euch vielleicht etwas Wertvolles schenken, das ich auf der Jagd gefunden habe. Na, wenn das alles ist. Besiege den Wichtelmagier nördlich von der Lichtung und kehre zur Frau auf der Lichtung zurück. Die Wissenseinträge, die gucken wir uns in einem eigenen Part, vielleicht am Ende mal alle gesondert an. Aber für jetzt speichern wir mit diesem wunderbar kompletten Bild. Lieber Itachio, ich hoffe, ich kann dein Let's Play einigermaßen gerecht herüberbringen. Ich kann dem einigermaßen gerecht werden. Wir werden sicherlich darüber reden, wie du es findest, dass ich mir hier alles zurecht cheate. Aber ich möchte, dass es ein besonderes Let's Play wird. Ich möchte, dass dieses Spiel nochmal ein wenig in den Rahmen der Aufmerksamkeit gerückt wird, die mein kleiner Kanal genießt. Und hoffe, dass du etwas Freude daran finden kannst. Frohe Weihnachten und auch alle anderen Zuschauer, die hier vorhanden sind. Danke, dass ihr einschaltet. Assembling the Void gibt es, wie alle anderen deutschen RPG-Maker-Spiele, auch zum kostenlosen Download im AM-Archiv. Das verlinke ich dann direkt zum Spiel hier nochmal in der Beschreibung, falls ihr es selbst spielen wollt. Es ist die Sache wert, falls ihr euch einen individuellen Skilltree macht und die Nacht bricht herein, dann ist das wirklich nochmal eine individuelle Experience. Es ist ein tolles Spiel. Und das werden wir auch weiterhin sehen in den nächsten Parts von Assembling the Void. Schätze mal so 5 bis maximal 10 Parts werden es sein. Knackige Länge, bis zum nächsten Mal in der Staubstube. Hier zu Weihnachten, hier bei Assembling the Void. Ciao.